Hier aber im Maßstab 1 zu 6 mit einer Länge von 2,50 Meter und einer Brennweite von 1,63 Meter. Your market is going to show us the Skymaster F16 and a very nice size. It's a K1.6 that makes about 2.5 meters length with 163 wingspan and a dry weight of 15 kilograms. Of course, it's almost little flight, all composite. And yeah, the undercarriage is quite interesting. I just had a look at it. It's really like the full size K2.6. The special features here, we have a power box system in the cockpit, we have two Leafy batteries, and this aircraft, actually, it's fully weathered to present an aircraft which is flown in exercise in Nellis Air Force Base, that's Las Vegas, where they do all the warfare training for the US Air Force and for all the NATO countries. So this aircraft is, as I said, an actual paint. Ja, die F-16, die der Mark hier wunderbar vorfliegt, ist also gestützt mit einer Menge Außenlasten in der Tarnung der Luft-Boden-Version, also ein Ground Attack Flugzeug, ein leichter Jagdbomber. Und ist natürlich klar, Scale, komplett aus Glasfaser und das Fahrwerk auch von Skymaster. Fährt also und dreht sich so wie das Original in den Rumpf. Die Lackierung des Originalgetreues von der Maschine, der so aktuell bei einer Übung in Las Vegas und Nellis Air Force Base so teilgenommen hat. Ja, Mark ist natürlich ein Spitzenpilot, der so auch absolut originalgetreu präsentiert. Wir sehen das immer schön mit diesem aufgezogenen Flugfiguren, danach in einer Art Fassrolle, dann im richtigen Winkel wieder rausfliegen. Das passt jedes Mal wie die Faust aufs Auge. Ja, es gibt nur die 10 Mal das Spiel, der nächste ist Pilot. Dieses F-16 ist very, very scale-like. I personally especially like those reverse rolls. And he's flying, as I said, very scale-like. And the speed, the sound, everything is just great. Wird diese F-16 mit einer Jetjet P200S. As you can see, it's a quite powerful the engine, and it's a Jetjet P200SX. Jetzt sind wir sehr, sehr schön langsam, wie F-16 hier steht. As you can see from this slow glide, we went in a quite powerful glide.